Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe Jürgen Elsässer nochmal bei mir, Chefredakteur des Magazins Kompakt. Ich zeige es nochmal kurz, das ist die neueste Aufgabe. Sehr schönes Heft. Und du hast ein ganz spannendes Interview gemacht, nämlich mit dem Herrn Ahmadinejad. Es ist natürlich politisch ganz unkorrekt bei uns, mit so jemandem überhaupt zu reden. Erzähl mal ein bisschen, wie ist das gewesen? Wie bist du überhaupt an ihn rangekommen? Und Ja, wir waren ja auf einer Delegationsreise in den Iran im April dieses Jahres und die 15 Leute waren vor allem aus dem Bereich Medien, also von dem bekannteren Gerhard Wisniewski, der Sachbuchautor, oder auch Ralf Flierl von der Wirtschaftszeitung Smart Invest und die Gruppe Arbeiterfotografie, das sind Leute, die nicht nur Fotos schießen, sondern die haben auch damals die Recherche gemacht, dass Ahmadinejad niemals gesagt hat, Israel soll von der Landkarte gewischt werden. Das war ja eine bewusste Falschübersetzung, dem sind die nachgegangen, also die waren auch dabei. Und die Reise ist organisiert worden von den Machern der Website muslim-markt.de. Das sind Schiiten. Der Chef des Ganzen, Yavuz Özoguz, ist von Haus aus, von Geburt her ein Türke, aber mittlerweile natürlich deutscher Staatsbürger und Professor, Dozent. Und der hat obwohl er Türke ist, hat er gute Beziehungen in den Iran, weil er eben Schiit ist und nicht Sunnit wie die übrigen Türken. Und ursprünglich war keine Rede von Ahmadinejad. Die Reise war auf 10 Tage angelegt. Plötzlich am achten Tag hieß es, wir bekommen Audienz beim Staatspräsidenten. Man muss ja sehen, vorher Klaus Kleber vom ZDF hat gesagt, er hat 2 Jahre gebraucht, bis er das Interview gekriegt hat. Ja, wir haben es Interessant, also ne? nach 8 Tagen gehabt. Hängt vielleicht damit zusammen, dass ja, die Leute gemerkt haben, die Gastgeber haben gemerkt, wir sind interessiert, wir sind. Ihr seid eben nicht so Mainstream-abhängig, Wir dass. sind nicht indoktriniert, ja, wir sind offen, mit uns kann man reden, aber wahrscheinlich gedacht, meine Freundin hat vorher zu mir gesagt, du musst unbedingt Ahmadinejad treffen. Und ich habe gesagt, der wird doch niemals mit solchen kleinen Lichtchen wie uns seine Zeit vertrödeln. Aber es kam ganz anders, er hat sich wirklich 1,5 Stunden für uns Zeit genommen, wobei es dann kein Interview war, sondern es war einfach eine Audienz. Von ihm, er hat mit uns gesprochen, wir konnten Fragen stellen, aber es wurde jetzt nicht verschriftlicht oder aufgenommen. Ja. Aber es war trotzdem sehr interessant. Aber vielleicht muss ich erstmal die ganze Reise erzählen, denn für mich war das die interessanteste Reise, die ich jemals gemacht habe. Und ich war wirklich schon viel unterwegs. Und es kam daher, dass wir eine sehr, sehr gute Reiseleitung hatten. Unser Partner vor Ort war hierzulande würde man sagen, eine NGO, also eine religiöse Stiftung, die uns betreut hat und die uns eben die Möglichkeit gegeben hat, mit allen möglichen Leuten zu sprechen. Was ich nie vorher gedacht hätte, obwohl ich nie die Propaganda mitgemacht habe, aber was mich wirklich überrascht hat, positiv, war die Modernität des Landes. Teheran ist als Metropole, 12 Millionen Einwohner, auf dem infrastrukturellen, städtebaulichen Standard, der sich mit Europa durchaus messen kann. Die Bausubstanz, ich würde sagen, 80% der Gebäude sind in den letzten 10, 15 Jahren gebaut worden. Also hochmodern. Hochmodern, es wird an jeder Ecke wird ein Hochhaus hochgezogen. Die Bautätigkeit, wer in Berlin war nach der Wiedervereinigung, Potsdamer Platz und ähnliches, als Vergleichsmaßstab, Teheran heute wird doppelt bis dreimal so viel gebaut. Was auch heißt, das Land ist stark, hat eine ökonomische Stärke, um das alles zu finanzieren. Ich habe einen Vergleichsmaßstab, weil ich war oft Ende der 90er Jahre in Belgrad, also noch zu Milosevic-Zeiten. Und damals lag ja Jugoslawien unter Sanktionen, so wie jetzt auch der Iran. Und da hat man die Sanktionen gespürt. Also da waren verfallene Häuser auch in der Innenstadt, Autos zerbeult, Straßen mit Extrem Schlaglöchern. wäre Kuba jetzt Havanna oder so, ne? Absolut, ja. Während in Teheran
Wir kamen nachts um 12 Uhr auf dem Flughafen an, fuhren mit dem Bus zum Hotel. Wir brauchten 1,5 Stunden, nicht nur weil Teheran so groß ist, sondern weil die Straßen verstopft waren. Nachts um 12 Stop and Go auf einer Stadtautobahn mit 8 Spuren, 10 Spuren, voller Autos, neue Autos, gute Autos. Ja? Mhm. Also das Land ist... Wir haben völlig falsches Bild. Wir haben eigentlich gar kein Bild von denen. Völlig falsches Bild. Ja. Vergleichen wir es mit Sofia, Bukarest, Budapest, also den Staaten, den Metropolen, den Hauptstädten der neuen EU-Mitgliedstaaten. Ja. Die sind nicht auf dem Stand. Ja. Und da ist auch die Armut viel sichtbarer. Wir haben in Teheran keine Armut gesehen. Wir waren nicht überall. Ja, ja, das gut, muss klar, ich vorausschicken. Aber die gibt es bei uns auch. Aber wir waren oben auf dem Fernsehturm. Der ist höher als der Fernsehturm in Berlin am Alex. Und da konnte man sehr schön die Stadtstruktur sehen und die Modernität der Bausubstanz. Und man konnte sehen, es gibt keine Wellblechsiedlungen, es gibt keine Slums, es gibt keine Elendsquartiere, es gibt keine Zeltstädte. Das ist anders als in Bukarest, Budapest, Sofia und ähnlichen Städten. Ja? Man sieht keine Bettler. Also erstmal ein Kulturschock sozusagen, also weil man das so von uns nicht kennt. Wir kriegen ja im Grunde, das hast du auch schon angedeutet, bei uns durch die Massenmedien eigentlich ein verzerrtes oder ein Propaganda-Weltbild. Und es wird ja ständig dafür getrommelt, dass jetzt Iran im Grunde angegriffen werden muss, weil der die ganz große Gefahr ist. Natürlich kann man sich denken, welches kleine Land im Nahen Osten dahinter steht, am meisten trommelt und natürlich auch diese Falschübersetzungen immer wieder hervorholt. Auch unsere Massenmedien immer wieder sagen, ja, Ahmadinejad hat ja gesagt, Israel muss von der Landkarte getilgt werden, was ja nicht so war, sondern er hat natürlich gesagt, dass es halt Staaten gibt, die verschwinden irgendwann, wenn sie sich überlebt haben. Das gibt es ja auch. Es ist überhaupt kein Zerstörungswille. Und wenn man vergleicht, wie viele Länder hat Iran angegriffen in den letzten Jahren, nix, null. Ja, ja. Amerika hat in der Zeit 40 Länder oder mehr Kriege geführt, während der Iran also völlig unbeleckt ist in Beziehung auf Angriffskriege. Okay, also das war der erste Eindruck. Erstmal ist es ein hochmodernes Land. Es funktioniert auch alles auf öffentliche Verkehrsmittel und so. Man steht nicht da und die Busse kommen nicht oder U-Bahn, so. U-Bahn, alles da, ja. Wie ging es dann weiter? Oder was hatte ich noch? Naja, wir haben dann besucht die Automobilfabrik Saipa. Das ist die größte Automobilfabrik im Mittleren Osten. Und die produzierten ursprünglich in Joint Venture mit den Franzosen, ich glaube Peugeot. Und Peugeot ist dann im Zuge der Sanktionen 2009 ausgestiegen. Dann hat Iran das ganze Werk übernommen und braucht auch keine Zulieferungen von Europa mehr. Das heißt, sie stellen alles selbst her, was zum Teil vorher aus Frankreich eben kam. Ja. Und da gibt es 9000 Beschäftigte, die arbeiten im Dreischichtbetrieb. Und wir waren dann auch an den Fließbändern, haben gesehen, es hat einen guten Standard. Ja. Ich bin auch in Autoprobe gefahren. Der hat ungefähr den Standard vom VW Golf Anfang der 90er Jahre, also Servolenkung, Servobremsen und so weiter. Hat sich gut gefahren jedenfalls und kostet 3.500 Euro umgerechnet. Natürlich können wir das nicht kaufen wegen der Sanktionen, aber es ist ein Exportschlager im ganzen Mittleren Osten und wird jetzt auch in Lizenz produziert, ich glaube in Venezuela zumindest, vielleicht auch in Kasachstan. Und bemerkenswert war, dass dort nur 30 Stunden die Woche gearbeitet wird. Ja. Die arbeiten also, haben eine 5-Tage-Woche, a 6 Stunden. Ja. Und der Lohn entspricht ungefähr 600 bis 900 Euro im Monat. Das heißt, diese Leute verdienen mehr als ihre Kollegen, auch wieder als Vergleichsbeispiel die neuen EU-Mitgliedsländer. Und diese Löhne, 600 bis 900 Euro, die gelten in der Industrie und beim Staat. Die Einkünfte jetzt in der Landwirtschaft und für Einzelhändler am Basar sind niedriger. Ja. Aber Industrie und beim Staat bekommt man diesen Lohn raus und das ist doch relativ respektabel. Und da können die auch gut leben. Also davon können die gut Wohnung leben. Die Wohnung kostet dann wahrscheinlich eben auch. In Teheran sind die Mieten etwas teurer. Man zahlt ungefähr 300 Euro. Aber die Teheraner Wohnungen sind auch groß. Also unter 100 Quadratmeter läuft da gar nichts.
Auf dem Land sind dann die Mieten und die Wohnungen auch kleiner, ja. Ja, klar. Mhm. Und aber man kann gut leben, da die Leute leben gut. Also ich sag mal, wenn man ein Drittel oder die Hälfte für die Miete raushauen muss, schon okay. Ja, das ist bei uns ja auch nicht anders. Eben, ja. Und das Warenangebot auf dem Basar und so weiter, da gibt es alles. Ja. Die Preise steigen jetzt etwas, da haben sie schon ein Problem, weil natürlich die Importe durch die Sanktionen gedrosselt sind und die Geldmenge gleich bleibt. Also gibt es einen gewissen inflationären Prozess, aber der Staat bemüht sich, diesen Kaufkraftverlust auszugleichen. Was auch dazu kommt, ist, es gibt im Iran ein sogenanntes garantiertes Grundeinkommen, würde man bei uns sagen. Das heißt, jedem Iraner stehen umgerechnet ungefähr 50 Euro pro Kopf und Monat zu. Mhm. Auch Kindern und Greisen. Das heißt, eine vierköpfige Familie hat 200 Euro extra. Also auch als Beschäftigter kann man diese Summe ziehen, weil der Staat verlangt keine Nachweise. Es ist kein bürokratischer Apparat wie bei uns auf dem Jobcenter mit Hartz IV, wo man ja ewig Belege bringen muss und die ganzen Schikanen. Nein, man kriegt das Geld leicht ausgezahlt. Bis zu dem Punkt, dass ich von Exil-Iranern in Berlin weiß, auch die ziehen diese 50 Euro im Monat vom iranischen Staat ein, obwohl sie vom iranischen Regime, wie sie sagen, geflüchtet sind, profitieren die von dieser gesetzlichen Grundlage. Und das ist eine Reform von Ahmadinejad, weswegen er auch einige Beliebtheit hat, gerade bei ärmeren Leuten. Also jeder hat eine Existenzgrundlage, selbst wenn jetzt jemand... gibt es eine Arbeitslosigkeit oder wenn jetzt jemand es irgendwie nicht schafft, der kann zumindest, muss er nicht hungern? Ja, oder wie? Ganz genau, ja. Ja. Das weiß man hier gar nicht. Nee, weiß man gar nicht. Man weiß es mit der 6-Stunden-Woche nicht, man weiß es mit dem garantierten Grundeinkommen nicht. Ja, man weiß nichts von der Modernität des Landes. Man sieht immer nur die tief verschleierten Frauen, die es natürlich gibt. Ganz aber klar. Das ist auch nicht Pflicht nicht allgegenwärtig? Nee, das ist nicht Pflicht. Das ist natürlich in einem streng religiösen Land ist das sozusagen in weiten Teilen Usus, ja. Aber es ist keinesfalls Pflicht. Wir waren im Norden Teherans, das sind so die etwas reicheren Viertel, da sitzt das Kopftuch sehr locker. Mhm. Ja? Mhm. Auf Halbmast sozusagen. Ja. Und sonst das Gefühl irgendwie. Ich meine, wenn man vor der Maueröffnung in der DDR war, da hatte man das Gefühl, irgendwo an jeder Ecke ist ein Fopo oder man muss aufpassen, was man sagt, wer zuhört und am Nachbartisch, wer da sitzt. Das war fast ja physisch präsent. Also ich habe das so empfunden zumindest. Also wir hatten tagsüber Gesprächsprogramm, abends waren wir frei. Ich war abends ziemlich erschossen. Also ich war dann auf dem Hotelzimmer, aber viele von uns sind rumgetigert in der Stadt und sind frei. Da ausgegangen. Ja. Ja. Nur keiner, der dabei... Nee. Und vor allem, also man weiß natürlich nicht, wer könnte da Geheimpolizei sein, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Nur, die Präsenz von Militär und Polizei in der Stadt ist gleich null. Mhm. Ich war 3 Wochen vorher in Paris. An jeder Metrostation in der Innenstadt, schwer bewaffnete Polizei mit MPs, in Teheran nichts davon. Ich war jetzt gerade in London, eben natürlich auch viel Polizei und Überwachungskameras, ja überall. Du bist ja fast auf dem Klo mitgefilmt oder wenn du irgendwo reingehst ins Geschäft, ist überall eine Kamera. Also da ist ja auch schon, gut kann man sagen, das ist modern oder so, aber das ist ja auch ein Klima der totalen Überwachung. Absolut, ja. Und da im Iran war das... Habe ich überhaupt nicht den Eindruck gehabt, ne. Hm. Wir waren dann auch in Qom, das ist die sogenannte heilige Stadt, ungefähr 150 Kilometer südlich von Teheran. Da war gerade ein Religionsfeiertag und da gab es eine riesige Prozession. Da waren bestimmt 150.000 Leute. Das ist so wie bei uns Love Parade, also auch mit so Umzugswagen und Musik und so, aber eben ohne Alkohol. Ja. Mhm. Und ich habe mich verlaufen. Und plötzlich bin ich da in einer Menschenmenge, weiß nicht mehr, wo das Hotel ist. Und ihr da ein bisschen durch, ja. Und ich steche ja raus, wie ich angezogen bin und so weiter. Ja. Offensichtlich ein Westler, ja. Überhaupt keine Feindseligkeit, ja. Nur Interesse, lächelnde Gesichter, Hilfsbereitschaft und so. Mhm. Also die Leute sind nicht verbiestert oder so. Mhm. Sehr schön. Und das Beeindruckendste war der Besuch beim Freitagsgebet. Das zentrale Freitagsgebet in Teheran ist eine Veranstaltung mit, die haben gesagt, 100.000 Leute, ich würde es mal auf die Hälfte schätzen. Ja.
40.000, 50.000. Mhm. Die kommen da in der Zeltkonstruktion zusammen, die an den Seiten offen ist, und lagern dann auf der Erde. Und die Ansprachen werden live im Fernsehen übertragen. Das hat ungefähr den politischen Stellenwert wie bei uns die Sendung von Günter Jauch Sonntagabends. Weil entgegen dem Begriff Freitagsgebet ist es eben nicht nur ein Gebet, sondern es ist praktisch ein politischer Wochendurchlauf, wo die zentralen Ereignisse der politischen Agenda abgehandelt werden. Und da gab es zwei Redner. Ich rede mal nur über den zweiten. Das war ein Ayatollah, ungefähr 80 Jahre alt, Chanetti. Das war der geistliche Lehrer von Präsident Ahmadinejad. Mhm. Und der hat seine Predigt, seine Ansprache in zwei Teile gegliedert. Das eine war der aktuelle politische Teil, dieser Wochendurchlauf, was ich gesagt habe, wo er dann die Regierung sehr stark kritisiert hat. Mhm. Also Wirtschaftsprobleme, kriegen die Korruption nicht in den Griff, was ist mit der Inflation und so weiter und so weiter. Wo ich dann auch gedacht habe, hoppla, gibt es da innerhalb vom Establishment Brüche, wie man es ja auch im Westen lesen kann. Hat aber dann unser Begleiter, dann habe ich gefragt entsprechend, und der hat gesagt, nein, das ist bei uns normal, dass diese Dinge offen diskutiert werden. Ja. Super. Mhm. Ja. Da muss man bei uns ja fast mehr Angst haben, die Merkel zu kritisieren, oder? Und das Zweite ist eben, der zweite Teil der Rede war dann der religiöse Teil, und der war noch interessanter. Mhm. Also wir hatten eine simultane Übersetzung. Ja. Wir saßen mitten in der Menge und konnten aber dann auf Englisch hören, was der gesagt hat. Im zweiten Teil der Rede ging es um die Religion. Und zwar ist im April ist der Todesmonat von Fatima. Das ganze Land ist auch schwarz geflaggt, überall schwarze Fahnen, Trauer über Fatima. Ich wusste vorher nicht, wer Fatima ist. Aber da habe ich mich natürlich dann schnell informiert. Fatima ist die Tochter des Propheten. Mhm. Und nachdem der Prophet Mohammed gestorben war, gingen Streitigkeiten bei den Nachfolgern los. Weil, nach Lesart der Schiiten jedenfalls, wurde die Nachfolge von Mohammed versprochen seinem Schwiegersohn Ali, auch Cousin, der mit Fatima verheiratet war. Aber dieser Ali kam nie ran. Denn die Neureichen, sage ich mal, die Kalifen, haben den Nachfolger weggeputscht. Und im Zuge dieses Putsches ist Fatima, da gab es eine Razzia von Sondereinsatzkommando, wurde Fatima, da wurde die Haustür aufgestoßen von den Soldaten, und Fatima, die hochschwanger war, wurde dahinter zerquetscht. Frauen, Mutter und Kind tot. Und daran denken die an diesem Todesmonat. Ja. Das Besondere ist nun, und das wurde in dieser Ansprache deutlich, die sehen das nicht als eine Story von vor 1300 Jahren, sondern die verbinden das mit dem Aktuellen. Weil die sagen, Fatima steht für die Gläubigen, die der Auffassung sind, alle Formen sind gleich und dienen Gott. Mhm. Das ist die Auffassung auch der ganzen Schiiten, weil der Name Schiiten kommt ja von dem Begriff Schia, das heißt Partei. Und gemeint ist die Partei Alis und Fatimas. Mhm. Also auf der einen Seite sind diese gläubigen, anständigen Frommen, und die wurden aber beseitigt durch die Macht- und geldgeilen Kalifen, die nur Lippenbekenntnisse zu Gott machen, aber eigentlich geht es um den eigenen Geldbeutel. Mhm. Und so, fährt dann der Prediger fort, ist es ja auch heute, dass wir, die armen Frommen, werden verfolgt von den Mächtigen, die nur das Geld- und Machtprinzip im Kopf haben, den Nachfolgern der Kalifen, und die gibt es im Westen, in den USA, in Israel und in den reichen Golfmonarchien inklusive Saudi-Arabien. Mhm. Und so hat er den Bogen geschlagen. Und im Zuge dieses zweiten Teils seiner Predigt bricht er plötzlich in Tränen aus, als er über Fatima spricht, vor laufenden Fernsehkameras. Und ungelogen, die Hälfte der Leute, die da sitzen, der 50.000, weinen mit. Mhm. Das heißt, diese Geschichte hat die tief ergriffen. Ja? Ja. Und wenn man jetzt nochmal den Vergleich mit Günter Jauch oder früher Sabine Christiansen macht,
Es ist ungefähr so, wie wenn wir ein aktuelles politisches Thema hätten. Sagen wir Eurokrise. Und jemand behandelt es aber im Rückgriff auf längst vergangene Geschichte. Mhm. Also etwa Eurokrise und dann spricht ein Politiker, ja, die Italiener haben uns ja schon bei der Schlacht im Teutoburger Wald Schwierigkeiten gemacht. Ja. Oder der Gang nach Canossa, wo der deutsche Kaiser zum Papst nach Rom pilgern musste und so. Das würde nie ein deutscher Politiker machen und ein Fernsehzuschauer würde es verstehen. Aber dort ist die Geschichte präsent und mit der Gegenwart unmittelbar verschmolzen und alles in so einem religiösen Fluidum. Ja, ja, aber auch, dass es einen dann so ergreift, ja. dass der Moderator sozusagen weinen würde, das würde sich ja kaum einer trauen in unseren Medien und die Zuschauer schon gar nicht. Okay, also sehr beeindruckend, diese Geschichte. Und dann erzähl mal ein bisschen von der Begegnung jetzt mit Ahmadinejad. Ja, genau. War das für dich? Darauf wollte ich anschließen, weil das steht durchaus im Zusammenhang. Okay. Also Ahmadinejad hat sich ungefähr 90 Minuten Zeit genommen für uns an einem Freitag, was ja im Islam das Äquivalent zu unserem Sonntag ist. Also Feiertag. Er kam extra. Und er hat dann erstmal seine Sicht der Welt dargelegt. Und für mich war das Überraschende, dass er nicht gesprochen hat wie ein Politiker, sondern mehr spirituell. Also eher wie ich es von jemandem wie Dalai Lama erwartet hätte. Mhm. Es beginnt also damit, dass er sagt, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind Brüder. Wir glauben alle an denselben Gott. Ja. Das ist so eine gute Basis. Ganz genau. Ja. Unabhängig von den Völkerschaften, von den Nationen, von den Grenzen, sind wir alle eins. Wodurch kommt die Zwietracht zwischen uns? Die kommt nur dadurch, weil das Macht- und Geldprinzip der Kalifen, die schon damals Fatima getötet haben, die Menschen entzweit und gegeneinander hetzt. Ja. Und dann hat er uns als Europäer angesprochen und das merkt ihr doch gerade bei euch jetzt in Europa, wo jetzt die armen Leute plötzlich die Schulden der Reichen bezahlen sollen. Mhm. Also praktisch so eine total fast schon antikapitalistische Impetus. Ja? Ja. Und wie soll sich das ändern? Führt er dann am Schluss aus. Das ändert sich erst, wenn das Reich der Gerechtigkeit anbricht. Wann bricht das Reich der Gerechtigkeit an? Das Reich der Gerechtigkeit bricht an mit der Ankunft des 12. Imam. Mhm. Die Imame, das sind alle direkte Blutsnachfolger von Mohammed. 11 Imame wurden von den Kalifen im Laufe dieser Auseinandersetzungen, Bürgerkriege, getötet. Der 12. Imam ist verschwunden und lebt seither unerkannt unter uns. Und erst wenn der wiederkommt, kommt das Reich der Gerechtigkeit. Nur der 12. Imam kommt erst wieder zusammen mit Jesus Christus. Mhm. Er kann nur zusammen mit Jesus Christus kommen. Mhm. Kommt er alleine, ist es der Falsche. Und daraus hat er eben abgeleitet, warum wir speziell als Muslime einerseits, Christen andererseits uns nicht entzweien dürfen, weil sonst kommen die nicht zusammen. Ja. Ja, und das fand ich sehr interessant. Das ist wirklich interessant. Ja. Und es gab schon in der Vergangenheit, gab schon Leute, die sich als 12. Imam ausgegeben haben. Der andere Ausdruck für den 12. Imam ist auch der Mahdi. Mhm. Da gab es ja so einen Guerillaführer Ende des 19. Jahrhunderts im Sudan gegen die Briten. Also das war dann schon mal ein Falscher, weil da war Christus nicht dabei. Und es gab 1980, wurde in Mekka, in Saudi-Arabien, ich glaube, eine zentrale Moschee von einem 12. Imam besetzt. Mhm. Und dann gab es blutige Auseinandersetzungen. Und da hat dann auch Teheran gleich gesagt, damals noch Khomeini, nee, das stimmt nicht, Jesus Christus ist ja nicht dabei. Ja. Und das fand ich sehr interessant, wie er versucht hat, praktisch da so ökumenisch oder jedenfalls religionsübergreifend zu argumentieren. Ne? Dann gab es noch ein bisschen Diskussion, da haben wir dann schon auch gefragt, Moment mal, wie ist es jetzt eigentlich mit den Atomwaffen? Hm.
Und das fand ich eben auch interessant. Er selber hat dann nur gesagt, wir wollen das nicht. Wir haben den Sperrvertrag unterschrieben. Er hat, glaube ich, auch gesagt, wer Atomwaffen benutzt, der ist verrückt, weil das ist eine verrückte Technik irgendwo. Das haben wir dann hinterher mit seinem Berater noch besprochen. Ja. Denn das Besondere ist ja, man könnte jetzt sagen, Politiker versprechen vieles. Ahmadinejad ist ein Politiker. Mhm. Also, er überlegt sich irgendwann anders. Wenn sie technisch in der Lage sind, machen sie es dann doch. Oder sein Nachfolger macht es. Nur, und deswegen habe ich auch die Sache mit dem Freitagsgebet vorangeschickt. Was die Atomwaffen angeht, gibt es nicht nur das Versprechen des Präsidenten, sondern es gibt zusätzlich eine Fatwa. Und zwar des obersten religiösen Führers Khamenei. Die Fatwa aus dem Jahre 2005 besagt, Atomwaffen sind Teufelswerk. Mhm. Wer sie baut, sei verflucht. Ja. Das ist für unser eins überhaupt kein Argument. Wenn der Papst irgendwas sagt, jeder christliche Politiker macht das Gegenteil, wenn es zur Not. Ja? Ja. Aber in einer Gesellschaft, wo die Politiker beim Gedenken an eine heilige Fatima weinen, und wo der Staatspräsident ein tief frommer Mensch ist, da ist eine Fatwa ein sehr, sehr starkes Argument. Wichtiger noch als die Unterschrift unter einem Atomwaffensperrvertrag. Das würde sich dann auch gar nicht durchsetzen lassen. Also wenn irgendein Arbeiter jetzt da im Atomkraftwerk gesagt kriege, so jetzt seht mal zu, dass er ein bisschen mehr Uran zusammenkriegt, wir wollen die Bombe bauen, dann würden die wahrscheinlich wirklich dann streiken, ne? Weil die einfach natürlich dann zusammenkommen in diesen Gebetsrunden und einfach das auch sehr ernst nehmen, also eine innere Überzeugung haben sozusagen. Der Präsident würde es nie in Auftrag geben, weil er würde in der Gewissheit leben, dass er gegen ein göttliches Gebot verstoßt und in die Hölle kommt. Und die glauben an die Hölle. Ja. Aber am Westen, oder es wird uns immer noch wieder so erzählt, dass die doch heimlich da an den Waffen bauen und dass sie da immer nur so tun, als ob. Es ist ja es ist schlimm, wie das verzweifelt. Es gibt ja keinen materiellen Beweis dafür. Ja. Ich meine, es ist doch so unglaublich, was der Netanyahu vor der UNO gemacht hat, ich glaube im September, wo er die iranische Atombombenbedrohung verbildlichen wollte. Hat er eine Comiczeichnung rausgeholt. Ist es zu glauben? Ja. Also dieser Abstieg an Beweisfähigkeit der Kriegstreiber, wenn wir jetzt anschauen, 1960, 61 Kuba-Krise, 62 war die Kuba-Krise. Da haben ja die Amerikaner richtige Satellitenaufnahmen gezeigt von sowjetischen Mittelstreckenraketen. Genau. Das war ein richtiger Beweis. Das war zumindest greifbar. Das war noch seriöse Politik. Ja. Und dann hat man dann, das nächste Mal vor der UNO war dann Colin Powell 2003 bei den irakischen Massenvernichtungswaffen. Da war schon PowerPoint-Präsentation. Da gab es schon keine Satellitenaufnahmen mehr. Inzwischen wissen wir ja, dass das alles Lügen waren, den für den Irakkrieg. Absolut. Und jetzt haben wir einen totalen Abstieg Netanyahu mit der Comiczeichnung. Ich meine, es ist lächerlich. Ja. Und auch diese Feindschaft gegenüber Juden, weil man weiß ja, dass Ahmadinejad auch sehr viel mit Tora-treuen Juden, es gibt Bilder von ihm, wo die sich in den Armen liegen, also mit Rabbis und so weiter. Ne? Also alles, was man uns erzählt, wie das dargestellt wird, der Iran eben wollen die Atombombe und hassen Israel und die Juden und so weiter, das stimmt ja dann überhaupt alles also nicht. Im Iran leben ja 30.000 Juden. Ja. Sind gleichberechtigte iranische Staatsbürger. Mhm. Das ist die größte jüdische Gemeinde außerhalb von Israels im Nahen Osten. Ja. Und diese jüdische Minderheit, ebenso wie die christliche Minderheit, hat ihren eigenen Parlamentsabgeordneten. Mhm. Das ist ihnen garantiert. Wir waren im Parlament, also ist erstmal wichtig, das Parlament ist ein Mehrparteienparlament. Es gibt einen Pluralismus innerhalb des der Islamischen Republik. Und im Rahmen des Pluralismus gibt es nicht nur unterschiedliche politisch-religiöse Richtungen, sondern auch diese garantierten Sitze für die Minderheiten. Mhm. Ja. Die Christen haben 3 Abgeordnete, je nach Spielart armenisch-orthodox und syrisch-orthodox. Die Juden haben einen und die Anhänger des Zarathustra-Kultes haben auch noch einen. Ja. Ja. Und ja, deswegen ist der Vergleich zwischen Ahmadinejad und Hitler so absurd. Mhm. Egal, wie man jetzt die Feindschaft zwischen Iran und Israel einschätzt. Aber innenpolitisch haben die Juden nichts zu befürchten. Überhaupt nichts. Bei uns
stehen soll, Polizisten vor den Synagogen, das muss dort nicht gemacht werden. Ja, ja. Ja? Obwohl da zum Teil schon eine aufgeheizte Stimmung war. Niemand hätte die Synagogen angegriffen. Ja. Faszinierende Eindrücke, auf alle Fälle leider hier völlig unterdrückt. Der Kleber hat ja mal das Interview gewagt, aber auch da hat man an seiner Fragestellung gemerkt, dass er selber sehr voreingenommen war und dann sehr. Wobei man sagen muss, in anderen westlichen Ländern wird es noch nicht mal so ein Interview geben. Also allein schon, dass der Kleber das Interview gemacht hat, wo ja der Kleber die schlechte Figur gemacht hat und nicht der Ahmadinejad. Genau, der war so ja relativ souverän, witzig, ja. Locker. Allein das ist schon ein gewisser Fortschritt gegenüber der Stimmung in Großbritannien, USA und glaube auch Frankreich. Ja, ist traurig, dass natürlich einfach die Dinge, das ist eben Kriegspropaganda im Grunde, die trommeln alle für den Krieg und blenden alles aus, was da nicht reinpasst. Das war für mich auch so faszinierend, in Iran glaubt keiner an den Krieg. Mhm. Die sind völlig relaxed. Mhm. Bevor ich losgefahren bin, wir sind ja im April losgefahren, im Januar war die Reise gebucht und alles. Wir haben die Reise übrigens selber gezahlt. Also den Flug haben wir selber gezahlt. Da unten wurden wir. Haben ja Leute behauptet, du hättest da noch einen Mercedes gekriegt oder nee, sowas. Nee, das war auch so irre. Ja. Ich habe hinterher auf meinem Blog geschrieben, Ahmadinejad schenkt Elsässer einen PKW. Das habe ich als Satire geschrieben. So. Da gibt es doch wirklich dann Vollidioten, die das als echt verbreitet haben. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, im Januar war die Reise klar und im Februar sitze ich eines Morgens dann bei der Zeitungslektüre und auf der Titelseite der FAZ steht, Krieg gegen Iran wahrscheinlich im April oder Mai. Mhm. Und da wusste ich ja, im April fliege ich. Also ich habe mir doch einige Sorgen gemacht. Ja. Aber als ich da hinkam, nichts von zu spüren, ist die Angst von mir abgefallen, weil ich gemerkt habe, die Leute dort, die glauben alle nicht dran. Mhm. Die sind alle völlig relaxed. Toll. Weil sie sagen, Hunde, die bellen, beißen nicht und natürlich, Gott ist mit uns und so weiter. Und sie sagen auch, wenn sie kommen wollen, dann werden sie schon sehen und so. Also ich bin ängstlich hingefahren und entspannt zurückgekommen. Entspannt zurück. Und wenn allein das der Effekt der Reise gewesen wäre, wäre ich schon dankbar. Ich bin dir dankbar, dass du das mit uns geteilt hast und über dein Magazin natürlich auch weitergibst. Es müsste viel mehr Menschen geben bei uns in den Medien, die diese Arbeit so machen. Aber ich danke dir erstmal, dass du sie machst. Vielen Dank, Jürgen Elsässer. Danke für die Einladung.